Wir beginnen unsere Reise ca. 500 Meter entfernt vom späteren Klosterstandort. Hier, auf einer damaligen Insel der Wilchnitz, wurde 764 das Kloster unter dem Namen Altenmünster gegründet. Heute erinnern nur noch die nachgestellten Mauerreste der Kirche an die damals von 16 Benediktinermönchen bewohnte ländliche Villa. Laut dem Lorscher Kodex wurde die zuvor errichtete Kirche von Graf Kankor und seiner Mutter Wiliswind an den Bischof Grodegang von Metz zum persönlichen Besitz übertragen. Bereits ein Jahr später erhielt das Kloster mit den Gebeinen des heiligen Nazarius als eines der ersten im Frankenreich von Papst Paul I. einen römischen Heiligen als Reliquie zum Geschenk. In Form von Ländereien, Mühlen, Kirchen und ganzen Dörfern zwischen Nordsee und Alpenrand folgten mit über 4000 Besitzungen weitere großzügige Schenkungen und Lorsch wurde zu einem der reichsten Kloster seiner Zeit. Neben dem wirtschaftlichen Aufstieg nahm auch die Zahl der Pilger stetig zu und schon bald war das Kloster dem Ansturm nicht mehr gewachsen. So begann man 767 mit dem Bau eines neuen Klosters. Auf unserem Weg zu dem damals neu erbauten Kloster passieren wir das experimentalarchäologische Freilichtlabor karolingischer Herrenhof Lauresham. Hierbei handelt es sich um ein ca. 4 Hektar großes begehbares Modell eines fränkischen Dorfes der karolingischen Zeit. Unter frühmittelalterlichen Lebensbedingungen wird hier mit den damals verfügbaren Mitteln und Methoden an verschiedenen Projekten gearbeitet. Neben der Imkerei, dem Weinbau, der Landwirtschaft und dem Handwerk beteiligt sich das Welterbe Kloster Lorsch an einem Projekt zur Rückzüchtung des Auerochsen. In Europa ist das einzigartig. Der Name Lauresham wurde übrigens im 11. und 12. Jahrhundert für Lorsch verwendet. Bevor wir uns nun gleich auf das Klostergelände begeben, machen wir einen kurzen Zwischenhalt im Pfingstrosengarten an der heutigen evangelischen Kirche Lorsch. Neben der ursprünglichen Wildform der Pfingstrose finden sich hier hochkultivierte Züchtungen aus allen Herren Ländern. Die Staude spielt auch eine bedeutende Rolle im Lorscher Arzneibuch, dazu aber später mehr. Erstmal setzen wir unsere Reise fort und begeben uns nun auf das Klostergelände. Nachdem das Klostergelände in den vergangenen Jahrzehnten lediglich als Stadtpark genutzt wurde, hat man das Gelände zwischenzeitlich weitestgehend vom Sträucher- und Baumbewuchs befreit. Auf der somit entstandenen Rasenfläche hat man durch Bodenvertiefung und Aufschüttung die damaligen Gebäudestandorte und Grenzen deutlich sichtbar markiert. Die landschaftsarchitektonischen Ergänzungen vermitteln einen guten Eindruck über die damals imposante Größe der Klosteranlage. Bevor wir uns gleich den letzten erhaltenen Bauwerken auf dem Klosterareal widmen, machen wir noch einen kurzen Abstecher in den Kräutergarten. Heute auf dem Spittelsberg beheimatet, diente der damalige Kräutergarten den Mönchen und der Bevölkerung als Versorgung für klosterliche Medizin. Ganz in der Nähe, weiter oben am Spittelsberg, lag zur Klosterzeit das Spital. Der Kräutergarten beheimatet heute ca. 200 Arznei- und Würzpflanzen und wird mit großem Engagement von einer Gruppe kundiger Lorscherinnen und Lorscher gehegt und gepflegt. Außerdem spielte der Kräutergarten eine herausragende Rolle bei der Entstehung des Lorscher Arzneibuches. Geschützt wird die Anlage von der großen Zehntscheune, die wir uns als nächstes anschauen. Das archäologische Schaudepot Zehntscheune auf dem Klosterareal ist ausschließlich über eine Führung zugänglich. Im September 2015 eröffnet, finden sich hier allerhand geborgene Funde vom Klostergelände. Aus den Stein-, Keramik-, Knochen- und Glasfunden können neben dem damaligen Reichtum der Abtei auch Rückschlüsse auf die Handwerkskünste, der Klostergeschichte und den medizinischen Standard gezogen werden. Bereits 772, noch 2 Jahre vor der Fertigstellung des Klosters, wurde die Abtei an Karl dem Großen übertragen, um Übergriffe vom Adel und benachbarten Bischöfen zu vermeiden. Im Gegenzug forderte Karl der Große die Mönche im Zuge der Tradition des ewigen Gebetes auf, für die Königsfamilie und das Reich zu beten. Nach 7-jähriger Bauzeit war Karl der Große 774 bei der Einweihung des Klosters persönlich anwesend. Heute existiert von der einst dreischiffigen Basilika nur noch das Mittelschiff der Vorkirche. Nur wenige Jahre später wurde unter dem 4. Abt Richbod ein bedeutendes Skriptorium aufgebaut, aus dem sich nach kurzer Zeit mit über 600 Bändern eine der bedeutendsten Bibliotheken des Mittelalters entwickelte. Zur damaligen Zeit war eine Bibliothek bereits groß, wenn sie über 20 Bände verfügte. Die von den Mönchen im Kloster Lorsch über Jahrhunderte angefertigte Schriften gehören zu den bedeutendsten Dokumenten europäischer Geistesgeschichte. Die noch erhaltenen Werke sind heute auf 54 Standorte in 17 Ländern verstreut. Neben dem Lorscher Evangeliar und dem Lorscher Kodex
wurde hier bereits im Jahr 795 das Lorsche Arzneibuch verfasst. Es ist die älteste erhaltene medizinisch-pharmazeutische Handschrift deutscher Herkunft. Hier wurde erstmalig die Anwendung und Ausübung von heilkundlichem Wissen durch christliche Menschen überliefert und gerechtfertigt. Das Schriftstück gilt heute als Beginn der neuzeitlichen Medizin. 2013 wurde das Lorsche Arzneibuch in das UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen und befindet sich heute im Besitz der Staatsbibliothek Bamberg. Etwa 80 Jahre später wurde die sogenannte Königshalle auf dem Klosterareal errichtet. Das Bauwerk steht erstaunlicherweise bis heute nahezu im Originalzustand und birgt auch heute noch Rätsel für die Fachwelt, die es zu erforschen gilt. Wandmalereien im nur durch Führungen begehbaren Obergeschoss aus karolingischer, romanischer und gotischer Zeit weisen auf die Besonderheit der Räumlichkeiten hin. Heute gilt die Königshalle mit der weltberühmten Sandsteinfassade als besterhaltenster karolingischer Bau Nordeuropas. Das Kloster Lorsch galt drei Jahrhunderte lang als Macht-, Geistes- und Kulturzentrum. Der Niedergang begann allerdings im 13. Jahrhundert mit der Eingliederung in das Erzbistum Mainz. Nachdem die Benediktiner zunächst durch Zisterzienser vertrieben wurden, übernahmen nun Prämonstratenser das Kloster. Nach der Verpfändung an die Pfälzer Kurfürsten 1461 wurde es keine 100 Jahre später durch den Kurfürsten Ott Heinrich von der Pfalz im Zuge der Reformation aufgehoben. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde das Kloster nahezu vollständig zerstört. Den Trümmerhaufen des einst so bedeutenden Klosters nutzten die Bewohner Lorschs, um ihre Häuser zu erbauen. Die in den Jahren 1965 und 67 erschienenen Dauermarkenserien Deutsche Bauwerke aus 12 Jahrhunderten trugen eine Abbildung der Königshalle auf der 20-Pfennig-Marke. Mit der damaligen Höchstauflage war es die bekannteste Briefmarke. Letztendlich wurde das Kloster 1991 als erstes Welterbe Hessens in den UNESCO-Katalog aufgenommen. Außerdem handelt es sich um ein geschütztes Kulturgut nach der Haager Konvention.